Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen ja noch in Nantes in Frankreich und schauen mal, wohin die Reise heute geht. Externe Aufträge. Nantes ist auch noch nicht durch. 777 von 1000. Bordeaux war schon fällig, oder? Boah, ist jetzt wieder so ein elendiges Gucke. Nee, Bordeaux ist noch nicht fertig. Jetzt haben sie welche da. Wow. Dann fahren wir weiter von Nantes. Oh, es gibt sogar verschiedene Sachen, die man da hinfällt. Es sind gar nicht nur fünf verschiedene Frachten. Das ist ja auch nice. Es ist die Frage. Einfach nur Spaß dabei zu schauen. Wir haben ja bisher nämlich nur. Okay, hier haben wir sogar was von. Ach nee, never mind. Forget it. Will nicht mal Spot. Ob wir nur den Christmas Market haben oder ob wir auch anderes haben. Sieht aktuell nur nach den dreien aus. Aktualisieren wir nochmal kurz. Und schon ist einer wieder weg. Okay, wir haben nur einen da, das heißt, wir nehmen jetzt einfach den, der da ist. Die fahren wir die Christmas Decoration von Wilney Transport. Zum wieder mal zum Christmas Market im Winterland. In Winterland. Schnell, bevor der auch wieder weg ist. Wir fahren los. Ich erinnere mich. Ich wollte ja gucken. Es gibt hier eine Werkstatt. Ich hole mir meinen Navi. Ich packe mir hier so vorne links da eine Handyhalterung ein Navi hin. So kommen wir eh dran vorbei. Dann kann mich das, dann stimmt das nämlich auch mit dem Gebrabbel. Dann haben wir zumindest den Aspekt einfach mal wieder weg. Dann macht es auch Sinn, dass ich rechts ab. Dass ich zugetextet werde. Dann habe ich halt ein Navi eingebaut. Bisher habe ich ja keins eingebaut, weil es einfach nicht möglich ist. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, wir müssen nicht unbedingt so rasen. Nimm diese Ausfahrt. Sicher doch. Immer geradeaus. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was wir überhaupt fahren. Waren das Christmas Decorations? Demnächst links abbiegen. Ja, okay. Da vorne haben wir die Werkstatt. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Neue Route finden, kein Problem. Sind jetzt die, keine Ahnung, 200 Euro, die jetzt nicht zwingen. Wobei eigentlich. LKW-Konfigurator. Ich spreche auch nichts, mache ich mal ganz am Ende. Ja, Handy oder Navigationssystem? 200 Dollar vor allem. Ach, machen wir mal Handy. Für 1200 Euro Handy. So, dann machst du das auch wieder. Jetzt passt das auch. Dann quatscht statt Navi darüber. Übers Handy. Biege nach rechts ab. Oh Gott. Hier haben wir sogar einen Mercedes-Händler. Den wir aufdecken. Biege nach rechts ab. Vorne haben wir schon unseren. Oh Gott, unseren Trailer. Demnächst links abbiegen. Biegen. Nein, noch nicht jetzt, erst jetzt. Wir sind heile angekommen. Ja, das war sogar ein bisschen überraschend. So, dann docke ich mal eben an. Bei den Schweider an, den Auflieger natürlich. Und dann fahren wir Weihnachtsdekorationen zum Weihnachtsmarkt. Wir brauchen ein Dings, ein hier, ne? Ein Portal. Portal 68 Kilometer. Das Portal hier sind 64, beziehungsweise sind
69 mehr oder weniger. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal dort entlang. Und nimm das Portal. Fertig zum Losfahren. 86 oder 68 Kilometer in der echten Welt. Mittlerweile ist es ja schon der. Oh ja, beide bitte, danke. Ich bin so breit, ich brauche das. Biege nach rechts ab. Schön, der Fördner auch da steht. Und aus dem Rausfahren zuguckt. Ja, genau, wir haben ja mittlerweile schon den 30. Was. Kann ich ihn. In dem Atemzug. Die Kurve schneiden. Nee, das war natürlich nicht gemeint. Kann ich euch zumindest schon mal in dem Fall schon mal einen guten Rutsch wünschen. Kann ich zwar morgen im Video auch nochmal machen, aber ich weiß halt nicht, ob ihr euch das noch anschaut. Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Abendplanung morgen aussieht. Denn je nachdem kann ich es euch ja sogar noch morgen mal nochmal einen guten Rutsch wünschen. Für diejenigen, die aber dann unterwegs sind, wahrscheinlich gegen 18 Uhr, wenn das morgige Video dann rauskommt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Oder halt sich dann breit machen und zum Rausgehen und so. Nimm diese Ausfahrt. Kann ja auch sein. Mach ich das morgen einfach nochmal. Also ich werde aber die Zeit hier zu Hause verbringen. Wie eigentlich. Immer geradeaus. Fast immer. Ist bloß keine Tram. Apropos bloß keine Tram. Ich sollte nach rechts ab. Auch nochmal in meiner Steam-Liste schauen, jetzt wo noch hier die Winterangebote sind. Da weiß ich zumindest, dass das ein oder andere Spiel, was ich noch auf der Wishlist habe, ist auch Straßenbahnspiel, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Noch reduziert. Die erste Ausfahrt nehmen wir so, hier in der Richtung Bordeaux. Ja genau, ich werde hier zu Hause die Zeit verbringen. Mit Essen und so weiter. Oh je. Runter auf 70, ja, ich bremse ja schon. So, ich lasse mich bremsen. Denn ich habe mir jetzt zwar so als Dings genommen, weil aktuell noch für die Switch Sachen reduziert sind, dass ich da nochmal reinschaue, ob da irgendwas dabei ist, was reduziert ist, was Potenzial hätte für die Wishlist. Sind das jetzt 80? Ja. Kann ich auch fast nicht erkennen. Wenn wir ruhig mal piepen. Deswegen wollte ich halt in denselben Abendzug, weil ich einfach gerade die Mail bekommen habe von Nintendo, dass es noch Angebote sind bis zum Sonntag. Wollte ich jetzt heute mal nachschauen. Sowohl für die Switch als auch für die PS4 einfach nochmal Just for Fun. Und da ist mir jetzt gerade durch die Straßenbahn bei Nantes aufgefallen, da war ja was. Das ist noch bei Steam, was offen ist. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nehmen wir die Ausfahrt rechts. Schöne 60. Jetzt aber auf 90.
Für einen ganz kurzen Abschnitt. Da schauen wir als Hochgang, naja. Hier haben wir jetzt den Wegpunkt. Oh. Sag mir nicht, das Portal ist nur auf der linken Seite. Natürlich ist das Portal nur auf der linken Seite. Habe ich ja genau das Richtige ausgewählt. Eins, wo wir nicht hinkommen. Sind noch eins in der Nähe? Nö. Kein zweit und breit, ist ja super. Ja, super. Dann fahren wir nach La Rochelle und drehen bei La Rochelle. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. 68 Kilometer, der war gut. Hallo? Ach, schon oben. Ein längeres Video als gedacht. Schreiben wir wieder hoch. Route neu berechnen. Ja, ja, ja. Ich will welche Route neu berechnen. Gewünschtes Portal. Ja, nächstes gewünschte Portal. Okay, nicht so weit rauszoomen. Hier unten ist halt auch keins mehr, deswegen. Haben wir einen Kreisverkehr? Ja, wir haben einen Kreisverkehr. Okay, das heißt einmal kurz rausfahren und dann wieder zurückfahren. Ist ja gar nicht mal so ein weiter Umweg. Da ist auch kein Navi für, würde ich sagen. Eigentlich den Besuch ist auch. Hallo, Maus, danke. Nee, ist, vorne ist noch an. So, jetzt muss ich raus. Ist 50 oder 60? Ich kann es gar nicht erkennen. Jetzt sind es zumindest 70, aber das ist ja auch irrelevant, denn da kommt ja die Mautschelle. €16 Euro Maut. Und da vorne haben wir den Kreisverkehr und neben denen fahren wir nochmal durch die beiden Mautschellen durch. Können wir jetzt auch wieder schön außen rum fahren? Also außenrum in dem Sinne, ist einfach nur durchfahren. Und dann geht es jetzt diesmal wieder Richtung Nanz, die A883 gen Norden. Bisschen schnell unterwegs.
Ach ja, die Winterlandschaft ist doch eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Dann beschleunigen wir mal wieder, wir wollen ja schließlich auf die Bahn kommen. Mit möglichst viel Geschwindigkeit in diesem Fall um die 73. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange ich jetzt gerade aufnehme. Aber länger als gedacht, auf jeden Fall. Vielleicht glaube ich ein bisschen länger als 13 Minuten. So, ich gehe schon runter auf 70. Auch weil ich jetzt prinzipiell hier mit 30 durchrollen könnte. Ich muss mich ja möglichst weit rechts halten. Deswegen zahlen wir mit Karte. Oder Cash, wie auch immer. Ja, Karte. 18 Euro. Der ähnlich war billiger. Dann ab durchs Portal. Da nochmal 37 Kilometer im Winterland. Okay, und da Auf schalte geht's. ich. Ich wollte gerade sagen, das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß aber noch nicht ganz. Driften wir jetzt mich hier runter. Kann sein, dass das Navi. Wobei ist ja auch egal, was Navi jetzt braucht oder nicht. Meine, ich sehe es ja mittlerweile. So, dann driften wir mal hier wahrscheinlich rum. Demnächst links abbiegen. Muss einfach schon vor einberechnen. Biege nach links ab. Vor allem, wenn ich noch bremse. Oder Retarder bremst. Und dann sind wir auch schon fast da, mehr oder weniger. Ist ja. Und die sind ganz weiter Weg. Jetzt nochmal rechts abbiegen und dann ist das. Geht's eigentlich nur geradeaus. Uns fehlt immer noch das Resort. Wir sind jetzt gleich nach diesem Auftrag bei 6 von 15 und immer noch bei 4 von 5. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja schließlich noch ein bisschen was vor uns. Noch nicht mal die Hälfte geschafft. Die ist dann im übernächsten Video überschritten worden dann. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und wir sind das erste Mal in ETS, ja doch in ETS 2 hier beim Town Square. Gut zu wissen. Geradeaus, können wir auch wieder ein bisschen schneller fahren. Das können wir mal ausmachen. Wir wollen ja nicht jeden wecken. Wobei
Wobei vielleicht schon, damit jeder weiß, dass die Weihnachtsdeko da ist. Oder vielleicht in diesem Fall abgeholt wird, who knows. Wir kommen sogar genau so an, dass wir einfach so reinfahren können. Wenn ich die Kurve bekomme. Oder nee, never mind. Wir sind ja sogar noch ein. Links abbiegen. Ich dachte, wir kämen von hier rechts. Okay, lass uns eine neue neu berechnen. Ja. Nichts neu berechnen hier. Wunderbar, dann würde ich sagen, der Kirchturm. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Laden wir mal ab. Und schauen dann im Morgenvideo, wovon die Reise dann wieder weitergeht. Also, wir schauen uns nicht jetzt, sondern wir sind gespannt auf morgen. Ob ATS oder ob ETS 2 das Spiel sein wird, wo wir dann zum Winter. Nee, zum war das Winter Resort? Auf alle Fälle war es Snowy Peaks. Da müssen wir noch hin. Mal schauen, wo wir da zuerst hinkommen. Ausgezeichnete Christmas Decorations von Nantes zum Townsquare geliefert. Eigentlich müsste es ja nach Winterland Townsquare heißen, aber gut. Gefahrenstrecke 196 Kilometer, Dauer 21 Minuten. Okay, ich bin überrascht. Ich hätte genau, das wäre jetzt irgendwie 5 Minuten mehr vielleicht. 5 bis 10 Minuten mehr. Verbraucht der Kraftstoff 106 Liter glatt. Das war der 177. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag. Knapp 5.000 gab es dafür und 200 Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, wir schauen beim nächsten Mal im Morgenvideo. Geht es dann weiter mit ATS. Und schauen wir mal, ob wir dann zu den Snow Peaks kommen. Oder ob ETS 2 das Spiel sein wird, wo wir zu den Snow Peaks fahren. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder.